kennen es eh noch nicht, heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte dir meine Monatsfavoriten für Ende September, bist ruhig, Ende September bis jetzt Mitte Oktober einmal vorstellen. Genau. Ein recht neuer Schatz, der in mein Pinselsortiment aufgenommen wurde. Ja, nennen wir es so. Und den ich doch diesen Monat lieben gelernt habe, ist hier der Pinsel von Catrice in Zusammenarbeit mit Maxim Giacomo. Schon allein die Form. Also ich habe keinen anderen Pinsel, mit dem ich meine Bronzer oder eigentlich benutze ich den ja für meine Bronzer. Keinen anderen Pinsel, mit dem ich meine Bronzer so gut aufbringen kann. Oder aufbringen? Heißt es aufbringen? Ja, anbringen heißt es ja auch nicht, ne? Aber auftragen, sagen wir so, auftragen kann. Der schmiegt sich so schön da der Gesichtsform an. Ja, genau. Also, das ist mein erster Favorit für diesen Monat. Also es geht, meine Favoriten gehen meistens immer von Mitte des Monats bis zum nächsten Mitte des Monats, sagen wir so. Beim letzten Monat war es nämlich auch ebenso, da war dann noch der Rest vom August und der Anfang vom September. Und jetzt habe ich den Rest vom September mit dem Anfang vom Oktober. Ja, ich mache mal von Mitte bis zum Mitte. Genau. Ne? Da ist das. Ein neues Schätzchen. Weitere Schätzchen, die bei mir jetzt eingezogen sind. Ich hatte ja im letzten Monat auch schon euch Produkte von Yepoda vorgestellt. Und diesen Monat habe ich immer noch wieder welche. Ich durfte nämlich neue Schätzchen testen. Und zwar The Make My Day Cream. Dann den The Midnight Magic. Sowie The Glow Hero. Genau. Die sind jetzt neu bei mir eingezogen und haben dann so ein wenig meine bisherige Tagescreme, die ich sonst auch zur Nacht benutzt habe, abgelöst. Und wen ich besonders lieben gelernt habe, ist The Glow Hero. Hier ist jetzt auch nochmal ein Wirkstoff drin. Kann ich das lesen jetzt mit dem Licht? Es blendet nämlich ein bisschen. Bakuchiol. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Das ist quasi ein pflanzliches Retinol, Retinolersatz. Ein Anti-Aging. Genau. Was eben halt Falten mindert. Falten mindert. Ein Alterungsprozess verlangsamt. Wie Retinol, nur eben halt dann in pflanzlicher, veganer Form. Und The Glow Hero schenkt einem noch einen schönen, natürlichen Glow. Ich hatte ja erst Angst, weil das auch ein Öl ist, dass es doch zu ölig wird und dass ich den man ganzen Tag die Haut immer noch sehr fettig anfühlt und vielleicht auch das Make-up hin und her rutschen und sowas. Aber ne, das tut es bei mir nicht. Und wie gesagt, ich habe den ganzen Tag dann so einen natürlichen Glow. Finde ich recht schön. Ja, genau. Und da habe ich auch noch bis zum 16. September, was haben wir denn jetzt? Oktober. 16. Oktober auch noch einen Rabattcode für dich. Und zwar Ela Glow. Damit bekommst du 30% Rabatt aufs komplette Sortiment bei Yepoda und ab einem Einkaufswert von 69 Euro bekommst du den Glow Hero noch zusätzlich on top obendrauf kostenlos als Geschenk. Genau. Ja, das war das zu Yepoda. Dann mache ich jetzt weiter. Ich hatte vor, irgendwann im Sommer, vor 3 Monaten, könnte vor 3 Monaten schon gewesen sein, in der Pinkbox,
Oh, Entschuldigung. Eine eigene Lülle verschluckt. So ein Pre-Wash mit drin gehabt. Das ist jetzt mit Pfefferminzöl. Das finde ich super. Der Geruch. Schön, erfrischend, minzig. Was ich nur schade finde, man tut sich das vor der Haarwäsche quasi in die Haare. Und der Geruch ist leider nach dem Haarewaschen schon weg. Aber dieses schön erfrischende. Ja. Und auch auf, ich mache das nur in die Längen, also gar nicht bis nach oben hin. Ja, meine Haare fühlen sich danach, jetzt sind sie wieder sehr strohig, auch schön gepflegt an. Im Sommer oder wenn die Temperaturen ein bisschen wärmer sind, ist das recht flüssig. Ja, jetzt ist das wie so eine, wie so eine Creme. Ja, wie so eine Creme, also standfest. Genau. Und der Duft, oh, herrlich, ne? Also schön pfefferminzig. Genau. Monatsfavorit. Dann habe ich als nächstes, da habe ich mir ja vor einigen Monaten schon mal ein Duschgel beim Action gekauft. Das habe ich mir sogar nachgekauft, ohne es vorher in der Dusche getestet zu haben, ob eventuell die Haut austrocknet oder nicht. Nur alleine wegen dem Geruch. Und zwar ist das Monoi. Genau. Das hatte ich mir damals gekauft, weil ich gedacht habe, ich hatte ein Monoi-Duschgel von Die Frische war es, glaube ich. Oh, ich habe das geliebt. Und hier ist der Geruch ähnlich. Nicht gleich, aber ähnlich. Aber schön. Ja. Und den nehme ich jetzt wirklich, wo es jetzt ein bisschen kälter ist, mir einfach nochmal wieder. Ja, so die Wärme, die Sommerwärme, Sommerabende wieder zurückzuholen. Das irgendwie, der Geruch erinnert mich an, ja, lauwarme Sommerabende. Und ja, das ist jetzt so September, Oktober, so mein Duschgel-Favorit. Also vom Action Monoi gibt es, meine ich, auch noch von The Beauty Depp. Genau, schön. Dann, wenn wir schon beim Action sind, wo habe ich es denn? Da. Pampasgras. Seht ihr hinten auch? Da habe ich es nämlich stehen. Finde ich richtig schön. Und das war jetzt auch gar nicht so teuer. Ja. Ist mein Herbstfavorit. So ein Deko. Genau. Wollte ich euch auch nochmal zeigen. Gibt es auch noch im Action. Ich habe es letztens noch gesehen. Ja, schön. Ne? Also dieses ist jetzt noch so ein bisschen eingefärbt. So ein, ja, lila. Lila. Ja, doch lila, würde ich sagen. So ein kühles, aschiges Lila. Ja, ne? Hier sieht es jetzt noch ein bisschen rötlicher aus. Aber so in den, ja, sieht man das da so? So in den, ist das so ein bisschen aschig. Ja, genau. Finde ich schön. Ist was anderes wie so dieses typische Pampasgras, was man sonst so immer kriegt. Genau. Dann, ebenfalls außer Pinkbox, das war vor 2 Monaten, meine ich, dran, von Avon. Eine Bodylotion. Das ist dieses Stückchen hier. Fairway Splendoria. Genau. Finde ich super. Oh, schön, schön orientalischer. Toller Duft. Ne? Also wenn ich auf Bodylotion Lust habe, die parfümiert ist, benutze ich die momentan. Ja, so sieht die aus. Herrlich, ne? Schön. Ja, sieht die nichts von. Ne? Riechen könnte das leider auch nicht. Also ich kann mich in diesen Duft reinigen. Richtig schön. Also orientalisch. Jetzt nicht zu warm. Also orientalisch kann ja auch schwer warm sein. Ja, er ist schon da. Ich kann es noch nicht wirklich richtig. Also ich kann Düfte ganz schlecht beschreiben. Sagen wir es mal so. Also, ich weiß, es riecht orientalisch.
Also ich würde den jetzt nicht nur unbedingt im Winter nur benutzen. Also so schwer warm ist es jetzt nicht. Im Hochsommer, wenn es richtig heiß, so bei 30 Grad, würde ich ihn jetzt auch nicht nehmen. Aber nur so im Herbst, im Frühling, auch wenn es noch ein bisschen wärmer ist, da passt er auch noch mit rein. Genau. Schöner Duft. Könnt ihr euch ja mal, wenn wer auch immer an Avon kommt, mir einmal angucken. Oder den auch in der Pinkbox hatte. Boah, den. Die Bodylotion. Auch in der Pinkbox hatte. Kann sich das ja auch mal einmal angucken. Na schön. Genau. Dann, was habe ich denn da noch? Es geht mit Düften weiter. Genau. Da habe ich hier ein Parfüm. Das ist ein Dupe von Eclair. Das ist dieses einmal. Mittlerweile sehen die Flaschen bei Eclair ein bisschen anders aus. Also dieses ist jetzt noch die recht alte Verpackung. Das ist jetzt ein Dupe zu Alien. Und Alien hat dann die, oder das Dupe dazu hat die Nummer 117. Genau, wen es interessiert. Ja, Eclair kommt, meine ich, aus Deutschland, genau, weil ich bestelle auch Parfüm-Dupes bei Larisee. Larisee, Larisee, genau, ich komme mal mit Larisee und Larif. Nee, nee. Ah. Kratzen jetzt am Hals. Da bestelle ich nämlich auch eigentlich lieber wie bei Eclair. Bei Larisee finde ich die ein bisschen runder, aber diesen Alien-Duft finde ich von Eclair schön. Genau. Und der wird oder wurde jetzt in den letzten Wochen von mir wirklich hoch und runter gebraucht. Er muss auch jetzt langsam aufgebraucht werden, weil, wie gesagt, das ist jetzt auch schon die alte Verpackung und ich habe das Parfüm jetzt auch recht lange schon. Habe das im letzten Herbst, ich glaube im letzten Herbst, habe ich das angefangen. Jetzt im Sommer habe ich es dann weniger. Ich bin halt, wie gesagt, jetzt im September wieder mit angefangen. Und das muss jetzt aufgebraucht werden, bevor mir das kippt. Genau. Und dazu, wenn ich das Parfüm nehme, nehme ich von Balea dieses Deo. Genau. Das ist dieses Golden Moon. Dieses Lilane. Da ist der Duft ähnlich wie, ja, wie Alien. Genau. Irgendwie habe ich hier so ein, ja, ein lila Monat, wenn ich das so sehe. Hier steht gerade so viel lila rum. Ja, genau. Weil wenn man so Alien guckt, Alien, die Verpackung ist auch lila, ne? Das wird der Verlag kommen. Ja, ich glaube wohl. Genau. Weil, es geht nämlich mit, ah, ja, lila, ne, ich glaube, das ist dunkel. Blau. Von Essence benutze ich nämlich momentan auch ganz gerne, jetzt wo es ein bisschen kühler ist, nämlich wieder gerne Kissensprays. Und da hatte ich mir das von Essence, von letzten Winter, ich glaube im Dezember kam das, die Reihe. Da habe ich nämlich auch eine Lidschattenpalette von Wish Upon a Star, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, dieses Kissenspray, das riecht so ein bisschen nach Lavendel. Genau, ja, so ein Kissenspray und halt. Ja, na, das benutze ich jetzt momentan auch ganz gerne. Und ja. Sonst hatte ich ja schon mal das von Rituals und das von. Wie ist denn das andere noch? Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. War auch mal einer. Glossy Box. Ich glaube, in der Glossybox in so einem kleinen Flakon mal mit drin. Ja, ist auch egal. Genau, habe ich sonst immer gebraucht. Und ein weiterer Favorit und auch mein letzter Favorit für diesen Monat ist ein Lip Liner. Und zwar von Essence. Stay 8 Stunden Lip Liner, genau, in Waterproof. Das ist jetzt die Nummer 01, Kurios. Den kriegt man, soweit ich weiß, nicht mehr in der Theke, aber der ist noch bei Essence im Online-Shop. Boah, halt ich, habe ich das tatsächlich richtig gezeigt? Ich glaube, hier hat man die Schrift gesehen. So, da, ne? Ja, ist hier so einer, ne? Und das ist dann noch recht
nötige Farbe. Und den benutze ich eigentlich momentan ganz gerne. Genau. Das ist einmal die Farbe. Ich mache mal das Licht ein bisschen kälter. Genau, so sieht man es besser. Ja, so ein Nude-Braun. Genau. Das waren meine Favoriten. Sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar und ein Abo. Klar, und ein Abo natürlich riesig freuen. Okay, wir sehen uns. Ciao.